Hallo Karl, grüße dich. Servus. Mir geht es wunderbar. Zunächst einmal Lob an deinen, sage ich mal, deinen Kanal. Finde ich richtig nice. Danke. Danke. Ich selbst bin auch in Krypto investiert. Ich habe natürlich klar jetzt ungefähr 100% Minus. Also ich bin noch im Plus, war aber vor kurzem noch bei 100% im Plus. Schade, schade. Ich glaube fest daran, dass es wieder nach oben geht. Es ist nur eine Frage der Zeit. Vorhin hat einer gesagt, oh, ich glaube, es geht im Sommer hoch und so. Ich persönlich kann jetzt keine so Prognose machen, weil es hängt ja von verschiedenen Faktoren ab. Der Bitcoin ist jetzt abgestürzt, weil die Zinsangst ist. Und, ist ein wichtiger Grund, ja. Richtig. Also wenn die jetzt nicht behoben wird in naher Zukunft, und ich glaube nicht, dass das bis Sommer irgendwie vom Tisch ist, das Thema, wird es noch Probleme damit geben, weil die Leute eben dieses Risiko-Money eben dann doch lieber nochmal aufheben wollen, sag ich mal. Ja. Wann bist denn Was du, denkst du? Wann bist denn du eingestiegen in Krypto? 2019 im Dezember, da war der Bitcoin bei 18.000 Euro. Okay. Und wie bist du eingestiegen? Da habe ich meine ersten Coins also gekauft. Aus welchem Grund? Also wie bist du da drauf gekommen? Wie hast du dich dann entschieden, dass du einsteigst in den Kryptomarkt? Also als erstes bin ich aufmerksam geworden, als der Bitcoin eben nach dem Crash, Corona-Crash, bei 5.000 Euro war. Mhm. Dann habe ich das so ein bisschen beobachtet. Spätestens als er bei 8.000 hochgegangen ist, habe ich gesagt, jetzt muss ich investieren. Und aber keiner meiner Freunde wusste, wie man investiert oder keiner konnte mir so helfen. Mhm. Und dann habe ich im Internet so viel gelesen von wegen, hier brauchst du eine Wallet. Und das war mir alles so kompliziert. Und es hat noch ein bisschen Zeit gedauert, bis der Bitcoin auf 18.000 war, bis ich endlich es geschafft habe, die erste Tranche reinzusetzen. Okay, ja, okay. Und bist du nur in Bitcoin oder bist du auch in anderen Coins? Bitcoin, Ethereum und ich habe dann bei Bitpanda so ein paar so Indexes gekauft. Okay. Bunte Mischung sozusagen. Und FEG, falls du davon mal gehört hast, Feed Every Gorilla, aber andere Sache, das ist sehr hochspekulativ. Ja, okay, ja. Also ich kann dir sagen, was ich glaube. Wenn du ein eigenes Unternehmen aufbauen möchtest, du bist wirklich motiviert, du möchtest ein super Geschäftsmodell, weißt aber aktuell nicht, was du machen solltest oder was gerade aktuell im Markt super ist, dann haben wir Folgendes, und zwar, wir haben kommenden Sonntag, also in 2 Tagen, eine Online-Präsentation zum Thema Geschäftsmodellaufbau von Null mit unseren Schablonen. Erster Kunde, erste Dienstleistung, erste 10.000 Euro Umsatz bis zu den ersten 100.000 Euro Umsatz, bis zur Firmenbewertung von 7-stellig, dem ersten Investor, bis auch Automation der Firma, bis dann hin, und das eben alles auch wirklich ohne Vorkenntnisse, bis dann hin zu dem Thema, dass du lernst, wie man Firmenanteile bekommt, ohne selber Geld einzusetzen, sondern gegen Dienstleistung, also Work bzw. Consulting for Equity, dann diese Firmen skalieren und dann wie im M&A-Geschäft über ein Holding-Konstrukt Firmenanteile verkaufen, ohne Steuern zu zahlen, beziehungsweise nur mit 1,5% Steuer. Also schaut euch das wirklich an. Das ist der allererste Link in der Beschreibung. Und wenn ihr das jetzt verpasst, diesen Sonntag um 21 Uhr, dann klickt da trotzdem drauf, nämlich dann könnt ihr euch im Nachhinein eine Wiederholung anschauen zu dieser Geschäftspräsentation, zu diesem Online-Seminar. Und dann könnt ihr mit unserem Team sprechen. Und wir haben schon über 100 Partner, die zwischen 10, 20, 50, 100.000 Euro Monatsumsatz aufwärts machen. Und dann könnt vielleicht ihr einer unserer neuen Partner sein. Und das werden wir dann am Telefon besprechen. Ja?